Als nächster hat sich der Herr Bundesminister zu Wort gemeldet. Bitte, Herr Minister. Danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Heute zeigt Österreich seine Stärke. Und die Stärke Österreichs in der Welt ist auch, dass wir ein Sozialsystem haben, das wir jeden Tag weiterentwickeln, den Bedingungen anpassen. Und warum tun wir das? Weil soziale Sicherheit die wichtigste Grundlage einer demokratischen Gesellschaft sind. Und mit diesen Maßnahmen, die wir hier setzen, stärken wir die demokratische Gesellschaft, stärken wir aber auch, dass Menschen in diesem Land gut leben können. Und wir schauen ganz genau hin, wo haben Menschen Lebensbedingungen, wo sie Hilfe ganz besonders brauchen. Und was tun wir? Wir haben uns angesehen, dass es viele, vor allem Frauen gibt, die in Teilzeitbeschäftigung waren, die wenig Einkommen bezogen haben, die wirklich geringe Pensionen haben. Und wir setzen ein Signal, 1.000 Euro Mindestpension für Menschen, die 30 Jahre in Beschäftigung gestanden sind, Kinder erzogen haben, vieles getan haben. Das ist ein Beitrag, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Wir haben heute diskutiert um die Frage, wie macht man eine Pensionsanpassung? Ich weiß, das kann man nie richtig machen. Da wird es immer jemand geben, der das von dieser oder von jener Seite kritisiert. Okay, gehört dazu. Aber was haben wir getan? Wir haben jeder Pensionistin und jedem Pensionisten gesagt, wir erhöhen entsprechend der Inflation um 0,8%. Das ist das, was die Pensionskommission berechnet hat. Der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, und da muss ich schon allen recht geben, die meinen, wenn jemand 800 Euro Pension hat, dann sind zusätzliche 100 Euro, ich gestehe gerne zu, nicht nachhaltig, ja, 100 Euro sind dann 100 Euro netto. Und die Personen brauchen diese dann auch ganz dringend und können damit auch etwas umsetzen. Und das ist für jenen, die nur 800 Euro Pension haben, relativ viel. Und das ist für den, der die ASVG-Höchstpension hat, relativ weniger. Und damit sage ich das auch sehr deutlich dazu. Wir haben es heute geschafft, dass wir Kindererziehungszeiten anders einrechnen. Wir haben eine ganz wichtige Entscheidung für die jungen Menschen getroffen. Wir haben bei der Pensionskommission die Jugend stärker einbezogen und diese sind auch in der neuen Pensionskommission ganz besonders berücksichtigt. Ich denke, das sind alles wichtige Schritte. Wir verbessern die Bedingungen für Menschen, die Kriegsgefangene waren. Auch hier gibt es Verbesserungen und wir setzen weitere Schritte, damit man auch in der Finanzierung von Hilfsmitteln mehr tun kann. Zur Rehabilitation. Wir stärken heute das Prinzip Reha vor Pension, damit Menschen lange in Beschäftigung stehen können. Und eines ist mir auch noch wichtig, weil hier bewusst die Unklarheit verbreitet wird. Ich hätte gerne gewusst, Herr Abgeordneter Neubauer, mit welchem Gesetz wir für irgendwelchen Altpolitikern die 100 Euro beschlossen haben. Sagen Sie mir, welches Gesetz, mir ist es nicht bekannt. Wir haben für ASVG-Pensionen die Beiträge erhöht. Wir haben heute beschließen wir für ASVG-Pensionen 100 Euro zusätzlich. Zweitens, wir beschließen für jene Menschen, die für die Sicherheit Österreichs in den letzten Jahren gearbeitet haben, für die Beamtinnen und Beamten, für die beschließen wir die 100 Euro und für sonst niemanden. Herzlichen Dank. Sozialminister Alois Stöger verteidigt noch einmal seine Reform.